Nachdem wir das Trampolin erfolgreich hinter uns gebracht haben, haben wir uns für unseren letzten Abend in Kolumbien mit Thomas und Julian verabredet und wollen noch eine recht imposante Kirche besuchen. Hallo! Hallo! So, das ist hier heute unser letzter Stopp in Kolumbien. Wir sind bei der Kirche Las Layas, heißt sie, glaube ich. Da sagt man Las Lajas. Ich kann euch echt nicht viel darüber sagen, außer dass sie ziemlich beeindruckend aussieht. Mittlerweile weiß ich, dass die heutige Kirche zwischen 1916 und 1949 im neugotischen Baustil errichtet wurde und dass der Name so viel wie Steinplatte heißt und sich von der Bezeichnung einer Art flachen Sedimentsgestein ableitet. Das Heiligtum von Las Lajas ist berühmt für seine Architektur, für eine Reihe von Legenden über das Erscheinen der heiligen Jungfrau Maria und für ein geheimnisvolles Wandgemälde unbekannten Ursprungs. Wir sind ja zu Fuß hergegangen, so ungefähr eine halbe Stunde. Und diese liebe Bahn bringt uns jetzt direkt zu unserem Auto, wo wir dann auch übernachten. Hat Spaß. Blech. So, guten Morgen von der Grenze. Wir stehen hier gerade bei der Ausreise von Kolumbien. War ein bisschen schwer zu finden, aber es sieht so aus, da ist so ein kleiner Schalter am Eck, da steht Dian. Wir haben jetzt einfach da klassisch zentralamerikanisch oder südamerikanisch der Warnblinker legitimiert für alles. Ja, und jetzt machen wir gerade die Ausreise hier. Ein super netter Kerl, der da drin sitzt, ganz lustig. Also bis jetzt alles tippitoppi. So, Schritt 2 ist auch erledigt. Ausreisestempel. Dafür, also hier ist die Ausreise fürs Auto. Die macht man komischerweise diesmal hier zuerst. Dann geht man um dieses nächste Gebäude herum und da ist dann praktisch auf der Rückseite von diesem Gebäude ist der Eingang. Stellt man sich da an, dann kommt man hier wieder raus. Alles sehr schnell bis jetzt, alles sehr nett. 20 Minuten habe ich. 20 Minuten haben wir jetzt für die Ausreise gebraucht. Also das war top und gezahlt haben wir nichts. Bei der Einreise müssen wir dann nur aufpassen, dass wir 90 Tage Stempel bekommen im Passport. Nicht, dass wir so lange bleiben wollen, aber dann haben wir keinen Stress. Das heißt wohl, wenn man sagt, man hat ein Auto, dann kriegt man die 90 Tage den Stempel und vor allem, Achtung, aufgepasst, sau wichtig. In Ecuador muss man unbedingt den Einreisestempel sich holen. Den vergessen sie oder absichtlich vergessen sie wohl manchmal. Also da muss man drauf bestehen, dass man unbedingt den Ausreisestempel bekommt. Also Einreisestempel in Kolumbien, Ausreisestempel aus Kolumbien und Einreisestempel in Ecuador müssen beide drin sein, unbedingt. Oh, die beiden haben es auch geschafft. Ihre erste Ausreise. Wir sind zurück, hat alles gut geklappt. Weiter geht's. Goodbye, Kolumbien. Das Aduna. So. Aquí no pueden cuadrarse, camiones altos. No pueden cuadrarse ahí. Also, es war da drinnen, Stempel geholt, 90 Tage und jetzt sind wir hier beim Tippmachen. Das läuft hier wirklich heute wie geschmiert. Also die hat uns jetzt hier einfach ihr Telefon gegeben, damit wir rübergehen, ein Foto machen von den WIN-Nummern und den Kennzeichen. Und ja, jetzt sind wir hier wieder zurück, haben wir das Telefon gegeben und jetzt geht es weiter mit dem Tippen. Bis jetzt top. Juhu! Wir sind durch. Das war. Wie lange haben wir gebraucht?
zwei Stunden ungefähr, ein bisschen mehr. Für drei Fahrzeuge. Für drei Fahrzeuge, zwei Stunden, das ist fair, gut. Die waren alle nett. Die Daten haben fantastischerweise mal gestimmt. Man glaubt es kaum. Sie waren nett, sie waren schnell, sie waren richtig. Top. Eine der besten Grenzen bis jetzt. So, jetzt nur über die Straße gehen, nicht getötet werden und dann geht's weiter. Ich habe in der Zwischenzeit auch noch mal Bremsflüssigkeit nachgefüllt. Also alles tippitoppi. Jetzt kann es weitergehen. Hallo Ecuador. Wir haben eine Tanke gefunden, tanken geht hier zwar nur im Bar, aber die haben hier sogar super und da freut sich jetzt unser Motorrad mal wieder darüber. Perfekt. Das Motorrad freut sich. So wahnsinnig spannend. Eigentlich ist man ja nur über eine Grenze gefahren und gar nicht so viel weiter von der Strecke her und trotzdem hat sich die Landschaft jetzt gerade so extrem verändert. Es ist alles viel trockener, weniger grün. Es hat wieder so richtig viel Kakteen, es ist eher wüstiger und das auf Burmegard, da sind wir auf 1700 Meter. Das hat in Kolumbien ganz anders ausgesehen. Ahoi und Grüße von der Finca Sommerwind. Wir haben uns mal hingestellt, Hallo gesagt, sind echt super nett hier. Also die Finca Sommerwind ist so ein bisschen, hat so ein bisschen offensichtlich Legendenstatus unter den ganzen Reisenden, weil irgendwie jeder, der da lang kommt, macht hier mal einen Zwischenstopp. Wir sind uns auch von den Itchis empfohlen worden und von ganz vielen anderen. Jetzt sind wir daher gekommen. Ja, es gibt nämlich einiges zum Tun. An der Karre und an der Kabine, weil gestern Abend hat uns die große Freude ereilt, dass diese Suppe plötzlich in unserer Dusche stand. Geil, oder? Ich hatte erst die Vermutung, dass unsere Hebepumpe im Arsch ist und habe dann auch gestern Abend noch der Miriam geschrieben und da muss man wieder sagen, Krug war jetzt wieder mal echt ratzfatz. Heute Morgen habe ich schon wieder einen Anruf vom Stepan in Abwesenheit gehabt, eine Nachricht von Slava. Also das war jetzt auch wieder tipptopp. Und dann habe ich ihn in der Früh gleich beim morgendlichen Zähneputzen, nach dem morgendlichen Zähneputzen habe ich ihn angerufen. Dann haben wir so ein paar Sachen noch durchkontrolliert. Sicherung war okay und die Pumpe funktioniert auch, weil wir haben jetzt oben Wasser reingegossen und dann hat sie weitergeschoben. Das heißt, die Pumpe an sich ist nicht hin, aber der Zufluss ist hin. Also nicht hin, aber der Zufluss, irgendwas ist verstopft. Also das wird mal unsere erste Aufgabe sein, diesen verstopften Schlodder da irgendwie wieder rauszuholen, damit wir wieder eine Hebepumpe haben, die uns das Wasser, das Abwasser auch in den Tank pumpt. So, was gibt's noch zu tun? In den letzten Tagen ist er mir ein bisschen schwer angesprungen. Ich habe das Gefühl, dass wieder eine Glühkerze im Arsch ist. Das heißt, ich werde schauen, ob ich hier zu Glühkerzen komme. Ich muss Motorölwechsel machen, ich muss Getriebe- und Verteilergetriebeölwechsel machen, ich muss ihn abschmieren, ich muss das Plastik muss ich kleben und ankleben, ich muss den Griff von unserem Badfenster reparieren, der ist nämlich abgegangen, da ist hier innen drinnen dieser Stoppring gebrochen. Da brauche ich nur einen neuen Ring, dann schraube ich das wieder rein und fertig. Und natürlich, selbstverständlich, der große Spaß noch, ich muss die Heizung neu befüllen. Also es gibt zu tun die nächsten Tage. Es wird uns nicht langweilig werden. Ja, aber wir haben hier echt einen super Platz, wo wir das machen können. Ich habe mit dem Hans schon geredet. Dem Hans gehört die Finca Sommerwind hier. Und der hat auch gemeint, ja, Öle und so weiter, soll ich brauche ich ihm nur Bescheid geben. Da kennt ihr die Leute, die organisieren das. Und ja, haben uns auch gesagt, wo der Baumarkt ist und wo das und das und das ist. Also da, ich glaube, ich bin da sehr guter Hoffnung, dass wir da alles so kriegen, was wir so kriegen müssen. Außerdem
gibt es hier einen ganzen Haufen deutsche Biere. Es gibt Schnitzel, es gibt Kassler, es gibt Kuchen, es gibt Brot. Also ich glaube, hier können wir es eine ganze gute Weile aushalten, während wir die ganzen Sachen reparieren. Judith ist gerade auch noch mit dem Hans einkaufen gefahren zum naheliegenden Supermarkt. Und ich werde jetzt hier mal anfangen, unterm Abfluss mal das Siphon abzuschrauben. Mal schauen, ob ich da irgendwie den ganzen Schlodder rausgestiertelt bekomme oder zumindest so, dass das Wasser aus der Dusche abfließen kann, damit wir dann unten aufmachen können und den ganzen Schlodder per Hand rausmachen. Weil wenn ich jetzt unten das an der Pumpe einfach die Schelle aufmache, dann fließt natürlich der ganze Schlodder aus der Dusche jetzt unten rein. Das will ich erstmal vermeiden. Das heißt, irgendwie wäre cool, wenn wir so ein bisschen einen Abfluss schaffen, dass die Pumpe das mal weiterschieben kann. Dass es halt nicht so reinsuppt bei uns in diese Wanne. Ach, Leute, wie hat Sid schon gesagt, Menschen sind widerlich. Also, gehen wir's an. So, Freunde. Es ist ein Kampf, aber man muss sich nur zu helfen wissen. Ich habe da jetzt nach so einem Knoblauchmüll gesucht, damit ich da so pömmeln kann, damit ich das vielleicht so durchpumpe. Haben nichts gefunden. Also habe ich mich für die widerliche Variante entschieden und festgestellt, es gibt ja noch sowas wie eine Lunge und einen Mund. Also habe ich die Duschwanne ausgewischt. Dann war aber der Mund nicht groß genug für den Abfluss. Also, was macht man? Man nimmt ein Tape, klebt das alles andere fest und pustet kräftig. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt schon gehört habt, aber die Pumpe hat gerade gemacht. Ich würde es jetzt noch mal ein paar Mal wiederholen und dann hoffen, es passt. Widerlichkeit siegt offensichtlich. So, also nochmal den ganzen Graus. Mal, ob es abfließt. Halle fucking Luja. Ich bin zwar widerlich, aber ich hab's geschafft. So, neben unserem kaputten Fenstergriff und dem Durchstiegscharnier gibt es noch den dritten, etwas größeren Punkt zu erledigen. Dadurch, dass wir ja den Boiler repariert haben und den wir ausbauen mussten, haben wir ein bisschen Heizungsflüssigkeit ablassen müssen, weil der Boiler auch mit dem Heizkreislauf verbunden ist. Und diese Heizflüssigkeit müssen wir wieder nachfüllen. Deswegen haben wir den Tisch ausgebaut, hier wieder aufgemacht. Arthur spielt sich gerade noch ein bisschen mit unserem Überdruckventil vom Boiler, weil das... Ja, gut, Arthur. Grundsätzlich, ja. Weil das immer ein bisschen oft Wasser abgelassen hat. Aber ja, wir wollen mit Hilfe einer Pumpe die Heizkreisläufe wieder mit Heizflüssigkeit füllen, damit wir auch wieder bald heizen können, wenn wir es brauchen. Ja, und während Arthur sich drinnen unserem Wasser- und Heizkreislauf widmet, also das Ganze mal vorbereitet, gehe ich einer der anderen schönen Reisebetätigungen nach dem Abschmieren. So, haben wir da noch zwei weitere kleine Bausteine. Das wird nicht winzig. Da klebe ich mal noch diese Anti-Rutsch-Tritt-Ding neu. Und hier müssen wir unseren Spiegel wieder reparieren, also zumindest das, was davon noch übrig ist, wieder rankleben.
So, schaut wieder besser aus. So, Arthur hat die Hülle geklebt. Jetzt muss er es eigentlich nur noch raufklicksen im Idealfall, oder? Das heißt 1392, 4x4, wie neu. Mit kleinem Erinnerungskratzer vom Trampolin. Guten Morgen, wir machen heute Getriebeöl und Motor- und Getriebeölwechsel und sind hier vom Hanso hingeführt worden, wo wir das machen können. Ja. Also es ist jetzt ein bisschen eng hier gewesen, raufzufahren. Aber hat doch geklappt. Auf geht's. Das Öl ist schon am Rostrinnen. Das passt. Geile Aktion gerade. Schaue ich so und das Auto hängt da auf einmal unter meiner Hinterachse und will mir das Differential aufmachen. War zwar voll sehr nett von ihm, der Gedanke, aber das hat man heute mal nicht vor. Habe ich ihn gerade noch erwischt, bevor er mir die Hinterachse aufgemacht hat. Naja. Jetzt haben wir gesagt, dass wir nur die Getriebe machen und dass ich mit den Getrieben noch warte, bis wir die Öle haben. Weil, also das Valvoline weiß ich, dass wir gerade kriegen. Also das Motoröl ist 15W40. Mit dem Getriebe wollte ich noch so ein bisschen warten, bis wir die Öle da haben. Um zu sehen, ob das wohl stimmt, was sie mir da bringen. Wenn nicht, dass ich da jetzt Getriebe aufmache, dann haben sie es Öl nicht. Das wäre kacke. Gilt momentan rauszufinden, ob die Öle, die er hat, stimmen oder die er besorgt, am Besorgen ist. Ich habe mir jetzt mal das hier gezeigt. Fürs Verteiler müsste es passen, 80W90 GL4, aber ich frage hier noch bei meinem Guru nach, ob er auch der Meinung ist, dass es passt. Ich denke, es stimmt. Ich denke, das kann man da reingießen. Also als nächstes Verteiler, nachdem wir wissen, dass das Öl stimmt. Das Verteilergetriebe stellt sich allerdings als ein wenig hartnäckig heraus. Die Schraube ist viel größer als alles, was wir an Werkzeug dabei haben. Und momentan scheint es, als ob das auch für das Werkzeug der Werkstatt gilt. Ja. Schraube zu groß. Ja, irgendwie haben wir im Verteiler kaum Öl drin. Also es ist noch, aber es ist so wenig. Gehen wir halt mal nach. Also das war jetzt die Lösung für die zu große Schraube. Einfach mal was zusammengeschweißt, funktioniert. Gracias. Oder auch nicht. Ja, hijo de puta, ¿qué pasó? Se rompió. Se rompió, hijo de puta. Esa es la intención, pan. Estás al revés. Préstame la pulidora, bro. Tráete la pulidora. Tráete la pulidora, bro. Plan B. Schraube wieder abflecken. Und neu starten. Oye, por acá, vente por acá, floja esa huevada. Entre todo. Entre todo. Dos Wow.
Wollen wir's? So, das sieht doch nicht so schlecht aus. Hier hat der Dani die alte Legende gesagt, leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Das ist wirklich, also wenn eine Schraube nicht aufgeht, einfach einen Hammer nehmen und ein paar Mal einfach draufschlagen von unten, dann löst sich das irgendwie. Das klappt immer. Musste der Nichtschrauber Arthur halt irgendwann auch lernen. Aber da es ja auch viele Leute gibt, die sowas machen, die noch wie ich keine Ahnung vom Schrauben hatten, diese kleine Tipp hier weiter. So, dann schauen wir mal, wie wenig Öl da im Verteiler wirklich drin war. Also es war noch was drin, aber es war nicht viel drin. Mal schauen. Das war übrigens die Lösung. Einfach eine Schraube nehmen, anschweißen an der Mutter und mit der aufmachen. Scheint, als wäre dann doch noch ein wenig mehr Öl drin gewesen, als initial befürchtet. Nachdem das Öl hier allerdings verhältnismäßig ziemlich günstig ist und es in ein paar tausend Kilometern ohnehin fällig gewesen wäre, entscheidet sich Arthur dann doch noch dafür, die Öle in den Achsen auch zu tauschen. Also, wenn sich mal jemand fragt, was es heißt, dass eine Schraube fest ist, kann man ihm das zeigen. Schaut nur, wie man ihm das Ding verdreht, aber die Schraube hat sich nicht gelöst. Läuft es noch. Dann können wir anfangen, alles aufzufüllen. Es wird, es wird. Unser Öl. Einmal Getriebe und Achsen, einmal Motor. Die Kampfhunde des Hauses. So. Motoröl auffüllen. Klassiker. Dann, alle anderen Öle rein, dann zumachen und dann sind wir fertig. Ich fülle das hier mit so einer Pumpe. Schaut nicht so blöd aus. Vorachse noch. Ein Genießer.
neuer Tag, ein neues Basteln. Heute ist unsere Heizung dran. Der Arthur hat den Tag ja schon das Überdruckventil vom Boiler eingestellt. Das passt jetzt ein bisschen besser. Und jetzt starten wir mal damit, dass wir unsere alte Pumpe dort unten anschließen, da wo eigentlich unsere Wasserpumpen sind, damit wir die alte Pumpe verwenden können, um den Heizkreislauf mit Heizflüssigkeit zu füllen. Ich habe jetzt unsere Einserpumpe herinnen abgesteckt und lege jetzt gerade das Kabel raus und stecke dann draußen die Pumpe an. Hat den Vorteil, dass wir die Pumpe von hier herinnen mit unserem Schalter ein- und ausschalten können. Was uns die Sache ein bisschen leichter hat. Einfach klack, hier herinnen und läuft der Strom nach draußen, geht die Pumpe an. Okay. Also da hat Adi mal die Abdeckung von der Heizung jetzt aufgemacht, das war ein Kampf. Da haben wir jetzt unsere Pumpe, unseren Eimer. Schauen wir mal, das alles am höchsten hier positionieren. Und natürlich regnet es. Selbstverständlich, was sonst. Und da oben unsere Plane rüber gemacht. Ja, man hat nicht immer Glück. Auch so. Alles angesteckt, alles klemmt. Jetzt haben wir hier Kühlflüssigkeit eigentlich gekauft, richtig? Ja. Aber laut allen Recherchen soll das damit gehen? Und laut Feldversuch auch. Man darf, muss halt aufpassen, was man mischt an Kühlflüssigkeiten. Das Ethylenglykol und irgendein anderes Glykol und die Überlupen, die haben halt das klassische Ethylenglykol-Zeugs drin. Das ist irgendwie bei uns heißt das G11. Das, die Bezeichnung gibt es aber hier nicht. Drum haben wir nach Rückfrage bei Krug. Haben wir es jetzt so gemacht, das war ein ziemlich guter Tipp. Wir haben einfach einen Schluck von unserem abgelassen. Also das hatten wir eh schon aufgefangen. Ja. Haben das mit dem neuen gemischt und geschaut, ob das ausflockt. Und wenn es nicht ausflockt, dann passt. Dann kann man es durch miteinander vermischen. Und das werden wir jetzt machen. Ich habe da drüben den Auslauf angesteckt. Der geht jetzt da rein und da zieht jetzt die Pumpe hier raus und schiebt mir in den Heizkreislauf rein. Ja, und dann werden wir das jetzt einmal da einfüllen und dann hoffen, dass das alles so klappt. Brauchst du gleich beide? Nee, aber der andere hat gehakt. Ach so. Es scheitert am Öffnen des Kanisters. Ja. Okay, stopp mal kurz. Ja, passiert was. Joghurtknopf oder? Nee, es bewegt sich einfach die Flüssigkeit. Okay, ja. Ja, zu und wieder aufgemacht. Jetzt blubbert's. So, durchgespült ist alles. Druck passt jetzt auch. Also ich habe sehr wenig Druck drauf gemacht, dass das ganze System kaum einen Druck drin hat. Aber es müsste gut entlüftet sein mittlerweile alles. Und jetzt machen wir einen Testlauf. Drückt uns die Daumen. So läuft, Druck baut auf, aber nicht tragisch. Klingt gut, alles ist offen, gluckert nichts. Schaut schon mal sehr gut aus. Ja, so ein Fluss ist auch auf den Dingern. Im Fluss sieht man auch, einen sehr ungleichen. Aber ein Fluss immer drauf. So, ihr habt es gesehen, Heizung läuft wieder, auch noch ein paar Tage noch. Wir sind super happy, dass wir diese Baustelle haben abhaken können.
Auch unser Fenstergriff funktioniert wieder. Wir waren gestern ungelogen bei 10 verschiedenen Läden, um so einen Klemmring für das Fenster zu finden, Keilriemen und eine Lufttrocknerpatrone und 10 Anlaufstellen gebraucht, um alles zu finden. Aber wir haben alles bekommen. Arthur hat also noch die Lufttrocknerpatrone gestern getauscht. Ansonsten haben wir geschafft, mit unseren Baustellen die letzte Woche gut aufzuräumen. Der Durchstieg, den müssen wir noch angehen, da haben wir leider noch kein passendes Scharnier gefunden, aber damit lässt sich für den Moment noch leben. Und heute verlassen wir die Finca Sommerwind. Wir waren hier mit mittlerweile 10 anderen Overländer, Pärchen, Familien und auf dem Platz, haben Feuer gemacht am Abend, Stöckelbrot, war super, super nett. Hier bleibt man offensichtlich länger als geplant. Also hier haben wir ein LKW, 2 LKW, 3 LKW, dann 4 LKW, die Schöbis, Roadtrip und Jimmy, die haben wir schon gekannt. Neu dazu Aufbruchstimmig, noch ein anderes Schweizer Pärchen. Hier die Shelly, die wir schon in Panama beim Verschiffen getroffen haben. Genauso wie Zack und Router da von Further Offroad. Und da hinten noch Pedena mit dem Sprinter, die wir auch schon von ein paar Schiffen kennen. Waren wir hier eine richtig große Truppe die letzten Tage. Und wir reisen nur schweren Herzens weiter. Das war super, super nett.